Ja Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin wieder zurück. Ah, mit kurzem Haar. Du warst spät auf da. Oh Mann. So Leute, ich habe eine richtig coole YouTuberin gefunden. Und die macht echt lustige Videos. Und sie sieht noch gut aus. Was will man mehr? Meine Güte, endlich mal immer mehr YouTuber, die mir gefallen, die ein bisschen anders sind. Nicht so krass wie ich. Ich bin Super Edition. Ne? Genau. Er braucht nicht mal Drogen, um so zu sein. Aber egal, komm. Also, dann schauen wir mal, was es Neues gibt. Wählt sie nun AfD oder nicht? Ist so interessant. Also Leute, das Thema mit AfD ist einfach ausgelaugt. Ich höre mir das schon seit 2013 an. Und ich habe keine Ahnung, warum die Leute selbst nicht dahin gehen. Aber Leute, die gegen die AfD was haben, okay? Die haben keine Ahnung. Ich habe was vergessen. Oh ja, ich habe was vergessen. Ich könnte es ja noch gerade noch brutaler machen. Ja, es hält nicht lange auf meinem Kopf, weil mein Kopf ist nicht so ganz perfekt. Ich könnte ja, also ich gehe ja, wenn ich in die Synagoge gehe, dann gehe ich ja ohne die Bedeckung. Sehr selten. Also nur wirklich, wenn es sein muss, weil es fällt bei mir immer runter. Aber ich weiß noch, ich war ganz fies. Ich glaube, die können sich nicht mehr erinnern. Und da habe ich so einen wunderschönen Kipper an. Und als Jude ist es immer so, dass Kipper bedeutet nichts anderes. Also nicht, dass dein Döner drauf ist, sondern die Kipper bedeutet einfach nur großen Respekt von Hashem. Und die macht man halt drauf, da wenn man in die Synagoge geht und ja nicht vom Blitz getroffen wird. Edgy Badge. Und sie fällt wieder runter. Ich wusste es, ne? Ein bisschen Kopfbeugen. Also die Rabbiner haben da so einen Trick, dass sie bleibt. Aber wenn man mit sowas hingeht zur AfD und sogar zur NPD, wie ich das mal gemacht habe, das ist keine lustige Geschichte, was ist wirklich passiert. Weil die Leute, wenn die mich persönlich länger kennenlernen, dann wissen die, der Typ macht das wirklich. Der ist wirklich so crazy. Aber vorher glauben die kein Wort. Und mein Bruder hat mir auch nicht früher geglaubt, machen, was ich erzählt habe, manche Sachen, bis er selbst erlebt hat, wie verrückt drauf ich bin. Und er sagt, oh, der Andi ist so verrückt. Der ist wirklich real. Der ist so Super Edition. Ne? Also wir können jetzt aber. Die hat nichts gemacht, ne? Und dann natürlich habe ich die nach drunten gezogen, weil die mir runtergefallen ist. Sag ich, ach scheiße, aber sie wissen ja, ne? Sie wissen jetzt. Nein, weil niemand geht durch die Gegend mit sowas. Niemand macht das, der ein bisschen mit Verstand ist. Gerade wir Juden werden gehasst ohne Ende. Aber ich liebe es, ne? War auch bei den Muslimen so in der Ecke, wo die gesagt haben, da soll ich nicht hin. Muslime sind viele junge Leute, die sind wie Arschlöcher! Also geil. Ja, und deswegen schauen wir uns mal lieber an, mal schauen, was Gio unzensiert zu sagen hat. Ich glaube nicht, wie heißt sie nochmal? Ich weiß nicht, Gio unzensiert. Alle haben so mal Angst, ihren Namen zu nennen. Ich habe meinen Namen genannt, irgendwann hat man gesagt, Alter, nenne dich Andi Wiki, weil der Originalname, das ist viel zu lange und können die Leute nicht aussprechen. Genau. Können wir da irgendwie drauf gehen? Ja, ne? Ja, das ist eine Firma. Siehst du? Diese Frau, die ist schlau, ne? Die ist sehr, sehr schlau. Wenn es eine Firma ist, nämlich das ist ein bisschen anders, als wenn du persönlich bist, ne? Kommst du? Ja, Geschäftsführer ist Christian Optitz, Christian Storch, ne? Oh, das brennt ja schon wieder Sauerei, tötet sie alle. Nein, du musst das sagen. Ich kann das nicht. Immer so wieder, genau. Was soll das denn, Sauerei? Ja. Ja, mein Gott, Frauen können das auch unternehmen führen, aber sie sind halt biologisch halt anders, bleiben im Hintergrund und streichen den Mann immer so schön, ne? So wie der Waschbär das immer macht, so bei mir. Das ist braver Junge, braver Junge. Ja, ich bin ein braver Junge, ne? Und das mögen doch die Männer, auch wenn sie ihnen das nicht zugeben würden. So, genau. Ich muss jetzt mein Auge. Oh Gott. Okay. So, los geht's. So,
Zara, ich musste uns sehen auf Terrain. Oh je, je, das muss ich mir auch noch anschauen. Die haben mich nicht reingelassen. Die haben gesagt, der schaut aus wie ein Clown-Gesicht, den man die Gaskammer reinstecken soll. Ja, Judenwitze, immer her damit, ne? Ich bin Jud, stolz drauf. Macht ruhig die Hardcore-Witze. Aber ich kann sagen euch ehrlich, YouTube wird euch sperren. Ich kann versuchen, beantragen, einen Sonderantrag für euch, dass ihr solche Judenwitze machen könnt. Aber macht sie nur bitte bei mir, nicht bei meinen Kollegen. Polnische Witze könnt ihr auch Hardcore raushauen, aber bitte nur bei mir, weil die anderen, die sind nicht so Hardcore, die können das nicht aushalten. Ich kann ja nicht für alle sprechen, ne? Ich könnte doch, Herr Waschbär, oder? Der Messias ist gekommen! Im Leben, Alter. Okay, los geht's. AfD verbieten und gegen rechts protestieren, das ist es, was jeder anständige Mensch will. Oder? Sehe ich natürlich wieder ein bisschen anders. Und warum? Darüber sprechen wir heute bei Gio Unzensiert. Natürlich. Wie immer unzensiert und ganz ohne Woke-Filter. Genau, und darum, was sie es machen kann ohne Woke-Filter, ist es Quatsch, was Ketzer der Neuzeit sagt. Und die Eigolan, oder wie sie sich auch immer alle nennen. Die Michelle, für den Gruß. Die wollen nur Kohle und deswegen sind die bei Patreon. So sieht's aus. Nein, die Videos, die sie zeigen, die sie zensieren, das glaube ich denen nicht mehr. Glaube ich denen nicht, weil mich zensiert YouTube nicht. Ja, einmal haben sie ein Video zensiert ab 18. Oh, das stimmt doch. Aber trotzdem ist es nicht so krass, wie sie sagen. Genau, aber ey, du Arschloch. Du musst ja auch eines sagen. Du bist ja auch Jude. Schon vergessen. Aua, ja, mein Gott, was kann ich denn dafür? Moment mal. Gibt es vielleicht bei YouTube eine Sonderabteilung für Leute, die Super Edition sind? Also Erstgeborene, Super Edition Erstgeborene? Ja, das könnte ja sein, ne? Wir haben es gefunden, ne? Also, wobei... Ich habe meine NATO-Erfahrung erlebt. Ich weiß, dass es da Höheres gibt. Okay, weiter geht's. Okay. Ich hoffe wirklich, dass meine Mixfans und ich noch ein bisschen heller werden im Winter als eigentlich komplett weiß, damit wir nicht abgeschoben werden, wenn die AfD gewählt wird. Geil. So süßes Mehl. So Backenknochen. Oh Gott. Oh Mann, so süß ohne Ende. Hübsch sind sie alle, ne? Ganz klar. Liebe Influencer, man wissen, hübsch sein. Ich habe noch keine gesehen, berühmte Influencerin, die wie eine Hexe aussieht. Das gibt's nicht, ne? Aber ja. Machen wir mal weiter. Blocki werden, weil. Ich sehe, ich weiß aus. Ich habe aber einen deutschen Pass. Ich lebe hier seit 17 Jahren. Ich bin Deutscher. Ich feiere sie denn. Deutscher. Nein, das ist das Maskulin. Das bedeutet, du bist die Feminine. Du bist Deutsche. Moment mal, ich werde auch abgeschoben. Oh mein Gott, ich bin nicht mehr hier geboren. Waschbär, hilf mir. Au, Arschloch. Aua. Au, scheinbar haust du mich immer. Meine Großmutter wird sich freuen, Dzień dobry, ne, meine Cousinen, die cześć, jak to tue? Die würde Huren so kennen, du fick dich ab nach Deutschland wieder. Ja, die mögen mich alle nicht. Ja, ja, ich hab's mir auch wirklich für Scherz mit meinen Cousinen. Ich bin die immer geärgert. Ja, das hat so einen Spaß gemacht. Ich habe meine Cousins geärgert, die wollten mich verprügeln, aber sie haben immer gesagt, wenn du nicht epileptische Anfälle hättest, weil ich habe früher ganz krank epileptische Anfälle gehabt, dann würdest du aufs Maul kriegen. Ich habe meinem Cousin gesagt, wenn du mir was nicht gefallen hast, weißt du, du bist ein Arschloch. Was hast du da gesagt? Ich habe gesagt, du bist ein Arschloch. Wie bitte? Ja, aber mein Cousin war 5 Jahre älter wie ich und der andere war 8 Jahre, das war mir egal. Ich musste es loswerden. Für das sie einfach partout nicht gendert. Sie ist Deutscher. Oh, auch eine ganz hübsche. Oh, lecker, 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 lecker. Schokolade. Oh. Oh. Ich habe einen Brief bekommen von der AfD. Legendär Anzug. Da haben sie kein Deutsch. So, ich dachte, es wäre ein echter Brief von der AfD.
Ja. Oh, hey, hau mir den Quatsch. Oh, Mr. Vollidiot, aua. Oh, geil. Oh, gut, Junge. Oh, Mann. Keine mehr. Deutsche sind unrein, dürfen sie nicht weiterleben. Laut meinem DNA-Test bin ich kein Deutscher, ne? Also, ich hab mich gemogelt, ne? Laut meinem DNA-Test bin ich 8% oder sogar weniger wie 8% Deutsch. Oder 3%. Waren es entweder 3 oder 8%. Und 35% ukrainisch, polnisch und afrikanisch und ja, jüdisch. Aber Deutsch bin ich nicht. Ne? Also, und ich so, ja. So. Ja, Wahnsinn! Ich hab's geschafft! Die Leute verstehen das immer ganz, ganz falsch, dass vor Millionen von Jahren haben sich ja die Deutschen gemischt. Es gibt keine rein rassige Völker. Ja, gab es nie, Leute. Das wird es nie geben. Okay, es gibt die Eingeborenen, die Uro-Völker, die ganz von früher, die. Aber ganz ehrlich, ja, mischen ist doch was Wunderbares, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nächste Station, Kathedral Hauptbahnhof. Anschluss in Richtung Isar-Ankara und Istanbul. Es spielt ja keine Rolle mehr, dass ich Deutsche bin, dass ich in Deutschland geboren bin und deutsche Eltern habe, aber egal. So geil. Oh, Madrigem Emigration kommt aus dem Amerikanischen. Samt der nicht halt Hund, die AfD oder die anderen, die da waren, den Geheimtreff. Ich war zufälligerweise dabei, aber bis heute wird das nicht erwähnt, weil das so peinlich ist, dass die Leute sagen, nee, ich habe ja die Fähigkeit durch da oben erhalten, ne, Super Edition Wesen. Und ich habe mal geguckt, woher weißt du das alles? Wie hast du das gemacht? Du warst dabei. Ne? Und er so, ja, ich habe da, geistig war ich dabei bei dem Geheimtreff. Und er so, aber ich war wirklich dort, echt? Und alles, was du sagst, das konntest du gar nicht wissen, weil du da nicht warst. Aber woher weißt du das, wenn du da nicht warst? Und ich so, jetzt ohne Witz. Ich habe da mehrmals bestätigt bekommen, meine Supergabe. Und er so, nee, doch, Andi, wirklich, das alles, was du mir jetzt sagst, das haben wir da gehabt. Aber woher weißt du das? Ich war geistlich bei euch. Ich glaube wirklich, du bist der One, der Super Edition. Ne? Und ja, Remigration kommt einfach aus, vor Millionen von Jahren entstanden, remigriert. Und das bedeutet im Endeffekt auf Hardcore, Arschlöcher, Motherfucker und Hurensohnkinder gehen weg. Ne? Die gehen dann schön in ihr Land zurück. Und die anständigen Leute bleiben da. Ja? Also, das ist für mich fair, finde ich. Ja? Das ist also ziemlich sehr nett auch, ne? Weil normalerweise, ich habe das nicht so gemacht. Ich bin ein bisschen extremer. Ich liebe es, Extremist zu sein. Ja, Jude noch dazu und in Polen geboren. Und ich liebe es, wenn ich jemanden sehe, zum Beispiel, der Kinder vergewaltigt. Oder ich würde jemanden sehen, ich hatte den Nachweis, er hat Kinder vergewaltigt und eine Frau vergewaltigt. Ich hätte nicht abgeschoben. Ich habe ihn gefesselt und Spaghetti gemacht, meine ich sag scharfen Spaghetti, den habe ich in den Maul gestopft. Bis er dann irgendwann scheißen tut, sich zu Tode scheißt. Ja, das würde ich machen. Schieß meine Spaghetti, schieß sie! Geil! Ja, nicht, gib dem Mann ja nicht die Macht, ein Kartellchef zu sein. Ja, egal, es zählt ja nur mein Aussehen und meine Herkunft, ist wunderschön. Weil die Landtagswahlen im Osten haben und weil die AfD in Umfragen ziemlich gut abschneidet. Ja, ist noch nicht gut genug. Es reicht noch nicht aus, die AfD braucht mehr. Wir brauchen mindestens 51%. Ich bete fast jeden Tag zu Hashem, das hat schon biete 52%. Und dann träume ich nicht nur, ich habe die Fähigkeit aus in den Träumen auch geistlich, ne, so wie Meditation, so rauszugehen, da bin ich dann, versuche ich immer die im Himmelreich, ne, oder manchmal in der Hölle, oder manchmal in die anderen Dimensionen, und dann sage ich, komm, hör auf, bitte, 500%, damit endlich mal die AfD beweisen kann, dass sie es besser macht, ne, weil dann heißt es so schön, immer die reden, immer reden, und Opposition hin und her, aber bis jetzt haben sie nichts gemacht, also macht doch mal, die macht das schon mal, ob die wirklich so gut sind, oder wozu ich das mache. Ja, ich würde da keine Angst haben. Wir sind ja nur im Landtag, kann ja nichts schief gehen. Ne? Wir können da nichts machen, wenn wir im Landtag sind, Bundestag. Ja, man kann ja im Landtag schon mal einiges beweisen, ob die das drauf haben oder nicht.
fordern viele Menschen jetzt ein AfD-Verbot. Okay, wartet mal ganz langsam, bevor jetzt alle in Panik verfallen. Was für eine Migrationspolitik will die AfD denn eigentlich? Schauen wir uns mal an. Verhinderung illegaler Migration, Straftäter abschieben, Familiennachzug von Flüchtlingen erheblich erschweren, Menschen ohne Aufenthaltstitel sofort abschieben und weniger bzw. keine Sozialhilfe für Menschen ohne Aufenthaltstitel. Ja, das ist irgendwie mal vernünftig, ne? Also, im Endeffekt, wie ich gesagt habe, was möchte die AfD? Veränderung illegaler Migration, ne? Also Arschlöcher. Straftäter abschieben, auch Arschlöcher. Ja, also Straftäter sind Arschlöcher. Ne? Das ist ganz klar, ob es Deutsche sind oder Ausländer. Oh, kommt nach Deutsch getan. Nein! Ja, die alle töten. Familiennachzug von Flüchtlingen, deutlich erschweren. Ja, wenn es Frauen sind, und Frauen mit ihren Kindern und alle Mädchen am besten, dann ruhig her damit. Wir brauchen noch mehr Ausländer, aber ja, scheiße, dann werden die erzogen Deutsch und dann haben die wieder Stock im Arsch. Ach, scheiße, Alter, verdammt, wir müssen ein bisschen, am besten so 70% Deutsche auftauschen, damit die nicht mehr so Stock im Arsch haben. Ne? Ich sehe es immer, ey, Achmed, was ist denn los? Wieso, was ist los? Du redest wie Deutscher, Mann. Was ist da los mit dir? Ich heiße nicht mal Achmed. Wie heißt du jetzt so? Jetzt heiße ich Anton der Große. Oh, scheiße, Alter, haben sie dich auch christianisiert. Ja, so sind die Deutschen. Wir akzeptieren dich erst dann, wenn du endlich Deutsch bist und deinen Stock im Arsch hast. Von vorne bis hinten. Aber wenn du locker drauf bist, nee. Kein Deutschen gesehen. Wir haben es mir immer wieder bewiesen. Ich habe so Arbeitskollegen gehabt, aber es haben sie so schön immer wieder bewiesen, dass sie mich nicht gemocht haben. Ich habe gewusst, die mögen mich nicht. Und extra habe ich einen Trick angewendet. Sie haben nie rausgefunden. Ich bin ja ganz, ganz fies. Und ich könnte eigentlich das, was ich erzähle, auch veröffentlichen. Ich könnte die Dinger. Aber ich habe es nie gemacht, weil es ist so. Das ist schon zu eklig. Und ich habe ja Hashem versprochen, nicht so ein ekliges Arschloch zu sein. Ne? Ich habe immer mein Handy genommen, habe dem immer den speziellen Modus angemacht, habe Modus für Audioauszeichnung, sodass wenn der das Handy sogar merkt, ne, dass er das nicht sieht. Und ich habe das auch so gemacht, dass das Handy gesperrt werden kann, das Aufzeichnen. Also speziell, ich sage eben nicht die App, aber das ist ein Stealth-Modus. Und ich hab immer das Handy hingelegt gehabt und gesagt, ich muss mal aufs Klo. Ja, wissen, was die wirklich über mich denken. Und die wissen ja, wer ich bin. Und da habe ich mit der Zeit erfahren, wer ich bin. Ne? Und immer, wenn ich zurückkam, habe ich einen kleinen Trick angewendet. Gesagt, hey Leute, ich war auf dem Klo, mir geht's nicht so gut. Ich bin gut. Sagen wollte nämlich in Nürnberg in der Schauspielschule damals. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann habe ich, bumm, kurz nach draußen, ich gehe mal eine Zigarette rauchen oder frische Luft schnappen. Gab es genug Ausreden und man muss es richtig machen, glauben die Leute. Bam. Bumm. Und glaubt mir, ihr müsst hardcore im Nehmen sein, was die Leute über einen denken. Ach, was ist das für ein Jugendschweinchen-Dick? Ach, so ein Motherfucker, so ein Arschloch, tötet ihn. So ungefähr, ne? Also nur Hass. Ich habe noch keinen Deutschen gesehen. Ganz wenige überhaupt, die irgendwo ohne Hass waren. Die meisten wollten mich, die meisten, über 90% killen, wenn sie könnten. Ja. Also eben kann ich euch sagen, ja, egal wie viele Flüchtlinge die Deutschen reintun, um zurück zum Thema zu kommen, die werden auch hier einen Stock am Arsch haben, weil die meisten tun sich einfach verlieren, ne, in Deutschland. Die meisten Deutschen können so gut integrieren, nur beim, also indoktrinieren, aber bei mir hat es nicht geklappt. Titel sofort abschieben. Ja. Und weniger beziehungsweise keine Sozialhilfe für Menschen ohne Aufenthalt. Also ich halt nicht so, ne, als AfD-Wähler, ich sag immer, weniger oder keine Sozialhilfe ohne Aufenthaltstitel. Nein, unter eine Klausel stellen. Ja, wenn er die Möglichkeit hat, sich aufzuhalten, wenn er
Ich habe jemanden kennengelernt. Es gibt wirklich Leute, die flüchten wirklich hier. Das sind Männer auch. Ne? Gibt's. Und die sind anständig. Man kann es nicht immer alle Männer in einem Kamm scheren. Ich habe wirklich einen Kumpel gekannt. Im BFZ war ich früher. Und der hat innerhalb von, sowas habe ich noch nie erlebt, einem Jahr Hochdeutsch gesprochen. Ganz talentierter Kerl, hatte keinen Aufenthalt, hat wirklich gekämpft, dass ich hier bleiben darf. Und er hat es Gott sei Dank geschafft, Gott sei Dank, indem meine Frau geheiratet, eine deutsche Frau, ne, so geht's auch. Und dem gönne ich das wirklich, dem Typen. Weil wirklich, es gibt Leute, die sich auch anpassen. Solche Leute gibt es auch. Ne? Also ich bin nicht mit allem einverstanden von der AfD. Zusammenfassend will die AfD Menschen ohne Aufenthaltstitel abschieben und illegale Migration verhindern. Grundsätzlich ist mir bis heute nicht bekannt, dass gut integrierte Ausländer oder eingebürgerte Menschen mit Migrationshintergrund von der AfD abgeschoben werden sollen. Trotzdem haben die Menschen Angst. Und das muss man natürlich ernst nehmen. Ich sage ja immer, nehmt die Sorgen und die Probleme der Menschen in diesem Land ernst. Ist ja klar. Dabei sind diese Ziele, die wir da gerade gesehen haben in dem Video, erstmal gar nicht so krass. Andere Länder fahren eine teils ganz ähnliche Migrationspolitik. Da hätten wir zum Beispiel Schweden oder auch Finnland. Dann wäre dann auch Dänemark, Frankreich, Ungarn oder zum Beispiel auch Italien. Warte mal, gibt es in diesen Ländern plötzlich inflationär viele Rechts? Oh Mann, sie hat Polen vergessen. Gemein! Mensch, Kio! Warum hast du Polen vergessen? Mir bänke Polska! Ja, bei uns in Polen ist es knapp. In Polen werden die Leute, die sich nicht anpassen, einfach mit Right to Face abgeschoben. Ich finde das die geilste Methode. Ja, also wenn du in Polen, die Pole sind stolz. Wenn du da nicht dich anpasst, dann bis heute Right to your face, baby. Aber das ist auch richtig, muss man auch sagen. Ne? Irgendwann muss man sich anpassen. Verdammt, ich habe mich, glaube ich, zu sehr angepasst. Ich lebe ich noch hier. Radikale? Wohl kaum. Fakt ist, seit 2012 ist die Zahl an Menschen, die auf der Flucht sind, massiv durch die Decke gegangen. Ende 2022 waren es weltweit rund, und jetzt haltet euch fest, 108,4 Millionen Menschen. Natürlich hat das massive geopolitische und demografische Auswirkungen, ist ja klar. Und Leute, das muss man thematisieren dürfen, ohne direkt zum Rassisten erklärt zu werden. Der Publizist und... Ganz lustig, dass jemand diese Cuts macht, ne, so hin und her, das ist wegen dem Auge. Das ist Psychologie im Endeffekt. Das ist also, es ist keine Jedi-Psychologie, okay? Manchmal muss man die, Sith-Lord-Psychologie nehmen. Das hat schon einen Grund auf der Erde. Auf unserer Erde können die Jedi-Psychologie nicht nehmen. Deswegen, die Sith-Lord-Psychologie, jetzt nicht ganz so negativ, ne? Aber, die ist halt so entstanden durch die Manipulation. Ihr werdet ständig manipuliert. Da können wir mal ein Video machen, Thema, wenn ihr Bock habt, wie die Manipulation aufgebaut ist und wer hat es erfunden und wie ist es wirklich entstanden und so. Na, das wissen ganz wenige. Manipulation ist immer. Es gibt gute Manipulationen, nicht so gute Manipulationen und schlechtere Bad und also Sith-Manipulation und Jedi-Manipulation gibt es auch. Aber je nachdem, gute Manipulation ist immer gut. Na, dann kannst du nichts falsch machen. Oder schlechte, die Sith-Lord, die kann wirklich schaden. Da kannst du wirklich Leuten schaden. Ne? Ja. Und Autor Henrik M. Broder hat neulich in einem Interview mit Max Friedrich Folgendes dazu gesagt. Wir hören mal zusammen rein. Wir wollen wissen, wenn wir offen. Und wir finden eine halbe Million pro Jahr zu viel. Broder. Wir sind dann die Rassisten. Wir sind dann die Rassisten. Ich bin der Gegenrassist. Die Rassisten sind die, die die Leute aufnehmen, weil sie unter erbärmlichen Verhältnissen leben lassen. Im Turnheim, ohne ihre Privatsphäre. Ja, also das war so, wo wir geflüchtet sind, ne? Da war das noch schon, damals hat Deutschland kein Geld gehabt. Schon in den 90er Jahren, also 80er Jahren, mussten wir in ein Asylheim. Und wir mussten in einen engen Raum. Wir waren gerade mal 10 Quadratmeter. Ne? Das ist nicht viel für eine vierköpfige Familie. Zwei Kinder und Ehemann und Ehefrau. Ne? Also vier Leute. Das schon damals war schon krass. Aber, naja, wir waren dankbar.
Ja, weil, hey, meine Eltern konnten nie wieder zurück. Dann, also zumindest in der Zeit konnten sie nicht zurück. Erst nach dem Mauerfall, morgen warst du locker und so. Aber in 80er Jahren, wenn du da zurückgegangen bist und erwischt warst, und du wurdest definitiv erwischt, dann wurdest du deinen Kopf kürzer gemacht. Ja, im Grunde gab es Kommunismus genauso wie in Deutschland. Nur der war ein bisschen hardcore. Das heißt, wenn du erwischt wurdest, dann Kopf kürzer gemacht. Die Kinder werden dann Waisenkinder und die Eltern kommen nie wieder zurück, weil die sperren die entweder ein im Gefängnis auf ewig oder irgendwo in Sibirien landen sie oder sonstiges. Aber verschwinden schneller als man. Warum sind meine Eltern geflüchtet? Weil meine Eltern einfach Demokraten waren. Die waren gegen Kommunismus und hatten keinen Bock auf den Scheiß gehabt. Ja. Und natürlich auch vielen anderen Gründen auch. Und ja, weiter geht's. Absolut. Entdecken als Trennungswende, ohne jede Möglichkeit, sich mit Leuten zu verständigen. Aber dieser Urakt der Aufnahme qualifiziert die Empfänger zum guten Menschen. Das würden sie sich nicht nehmen lassen. Sie sind gut auf Kosten derjenigen, denen sie dieses Leben hier zumuten. Truth Bombs! Ich denke, um Rechtsextremismus zu bekämpfen und um Geflüchteten wirklich zu helfen und gleichzeitig den Bedürfnissen der Menschen in diesem Land gerecht zu werden, bedarf es einer gnadenlos ehrlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Migration und ihren Auswirkungen. Und auch, übrigens, die Auseinandersetzung mit Fluchtursachen und die Rolle, die Deutschland dabei spielt, sollte noch viel breiter und viel ehrlicher aufgearbeitet und besprochen werden. Die Proteste gegen rechts hingegen sind meiner Meinung nach wieder nur eins, und zwar das zur Schaustellen von Ideologie. Ich bin ein guter Mensch, gegen rechts, für Bund. Worum genau geht es denn jetzt eigentlich bei den Protesten gegen rechts? Okay, Pio, du bist nicht so hardcore wie ich. Also schon mal gut zu wissen, sonst wärst du zensiert. Ich dachte, sie wäre so hardcore, aber ich glaube niemanden. Ihr werdet keinen hören, der Ausdrücke sagt wie ich und so hardcore redet. Keinen. Wirklich nicht. Die sind alle nicht so stark wie ich. Okay, schauen wir mal. Wofür oder wogegen wird da demonstriert? Gegen eine demokratisch gewählte Partei? Gegen die Menschen, die sie wählen wollen? Für und? Mal abgesehen davon, dass überall von gegen rechts im Allgemeinen gesprochen wird. Ganz ehrlich, eine Demokratie braucht aber linke und rechte politische Strömungen. Wenn linke Politiker jetzt also gegen rechte Politik auf die Straße gehen, dann... Ist auch nicht richtig. Das ist dieses Narrativ, es gibt nur Liberale und Konservative. Und man hat eine Manipulation der Luciferianer, also der Sith Lord, die jetzt momentan an der Macht sind. Und dazu gehört auch Biden und so. Hat man, Putin gehört auch dazu, okay? Der ist ein Kriegsverbrecher. Denkt ihr, ich ändere meine Meinung? Nein, ich bleib dabei. Einmal Kriegsverbrecher, immer Kriegsverbrecher. Putin, schönen Gruß an Sie, ne? Verdammt, war nicht jemand, der geklinken hat? Scheiße, schon wieder habe ich einen Fehler gemacht. Ja, ist tatsächlich, ich habe gehört, irgendwo ein Russe ist gewesen, so, war von der putischen Regierung, glaube ich, der so hergekommen hat, du cool Sinn, oder was, ein Pole? Wollte mich dann killen, der Wichser, aber ich habe mich versteckt. Ich bin ja schlau. Genau! Geil. Beschleicht mich persönlich die Vermutung, dass sie das Konzept Demokratie noch nicht so richtig verstanden haben. Und das ist offenbar auch nicht das Einzige, was sie nicht verstanden haben. Offenbar finden sie es auch absolut in Ordnung, mit Vergleichen und Bildern zu arbeiten, die, gelinde gesagt, geschichtsvergessener und verharmloser nicht sein können. Also diese lächerliche Hinterzimmerzusammenkunft in Potsdam in einem Hotel mit ein oder zwei Dutzend leicht verrückten Leuten, das erinnert Frau Faeser an die Wannsee-Konferenz. Ja, Bruder, das waren nicht verrückte Leute, das waren ganz normale Menschen. Verrückt ist was anderes. Ja, und ich kenne das sehr gut, ne? Das waren ganz normale Menschen. Da bin ich nicht seiner Meinung, ne? Nee. So. Aber jetzt gehen wir mal weiter, ich fange schon mal vor, weil es ist ja, sie macht das sehr gut, aber ich liebe Hardcore. Mein Ketzer der Neuzeit auch, der macht das ich liebe es nur schlimmer und härter. Also, auch sehr, dass im Mundschuh ist mittlerweile langweilig geworden. Alle so Schwächlinge, na komm hier, du.
Mein Cousin hat immer gesagt, zu predolle poche kräfletche. Das heißt, das kann man schwer besetzen. Polnisch hat einen gewissen Sinn. Das heißt, ich schlage dich zusammen, bis dein Blut fließt ungefähr. Aber wir meinen das nicht so, wenn wir das sagen, okay? Die AfD sollte verboten werden. Nein. Ja. Indem man eine Partei verbietet, ändert man nichts an der Situation der Wähler, die sie wählen. Das wird relativ schwierig sein. Ja, es dauert furchtbar lange. Ich bin dagegen. Und es wird wahrscheinlich eher der AfD nützen, sich wieder als Opfer zu gerieren. Fangen wir drüben an. Ich fange mal drüben an. Ich finde, ja. Was denkst du denn, ist der Grund dafür, dass die AfD gerade so stark wird? Geld. Da gibt es natürlich Frust in der. Also bei den Umfragen. Also bei den Umfragen ist es so: Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr seid Mischling, Negro oder Jude wie ich. Nur dann könnt ihr solche Umfragen machen, ohne aufs Maul zu kriegen. Ja, das ist ganz klar. Und die anderen Leute haben halt den Pech gehabt. Ist eigentlich total blöd, weil ich finde, der, heißt denn da nochmal, der Leonard, glaube ich, also der sich Ketzer der Neuzeit nennt, der macht das ja gut. Also fast gut. Ja. Besser macht der Umfragen der Feroz Khan. Oder, genau, Feroz Khan macht das ein bisschen besser. Aber gibt es noch jemanden, der das ganz gut macht? Aber das ist halt so, er ist ein Blondie, Milchbubi, ne? Milchbubi haben halt immer es schwierig auch, ne? Und das ist lustig und so. Ne? Er ist ein Milchbubi. Das heißt nicht, dass er schwach ist, aber gegen mich in der Diskussion würde ich jeden Blatt walzen. Ich glaube, ich würde jeden sogar Bruder fertig machen und Serdar Somunca auch. Und Jan Böhmer mal, weil die müssten mich immer zensieren. Ich bin zu hardcore. Ne? Ich war schon vom Baby auf immer hardcore. Weil ich habe schon als Baby mit Leuten diskutiert und da war ich ein Baby und das haben die nicht. Ja, so sieht's aus. Verfolgung über gewisse politische Entscheidungen. Also ich glaube, es geht immer wieder darum, dass wenn die Leute das Gefühl haben, ihnen wird irgendetwas weggenommen. Hallöchen, darf ich dir drei Fragen stellen? Oh, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich will auch ganz schnell nach Hause. Ich glaube, das ist ein bisschen allgemeiner Frust, der sich dort widerspiegelt. Zumindest war ein Großteil der Menschen, die dort wählen. Warum sind die Menschen frustriert? Es ist eine etwas dilettantische Gesetzgebungswesen, die wir in den letzten Jahren hatten. Dann noch, jetzt vor allem nach dieser Korrektivrecherche haben die Leute ja wirklich richtig Angst. Was denken Sie denn, was würde denn passieren, wenn die AfD jetzt in die Regierung kommen würde? Das ist sicherlich sehr schwierig, weil sie erstmal Koalitionspartner finden müssen. Nein, das müssen sie nicht, wenn sie die 51% haben. Ich bete zu Hashem, dass das auch passiert. Am besten 100% oder 70-80. Ne? Und noch mich dazu zu ihrem Präsidenten der Vereinten Super Edition Nation und dann, ne, alles ganz klar, als allererstes, oi, 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 wird Rebbe sagen, nein, nicht, bitte nicht an die Macht, die werden alle sterben, der wird alles in der Gurke wieder aufbauen, ja, das will ich tun, Rebbe, nein, sie werden wieder an Adolf Hitler holen, und ich hoffe, ich bin als erstes dran, nein. Ich mache immer so krasse Witze. So krasse Sketche, ja. Ja. Das will ich mir eher nicht vorstellen. Und ich habe halt auch durch diesen Humor das überlebt halt, ne? Weil die haben mich ja dreimal fast umgebracht, ne? Wo ich Glück hatte, ne? Ich bin einmal entkommen von NSDAP-Leuten. Das habe ich auch nie erzählt, meine Eltern und sonstiges. Das war für mich zu krass, zu Schock. Und bis heute sehr, manches ist schwer für mich zu reden, weil es schon schmerzt. Ne? Und ich will ja auch nicht weinen. Ne? Ich bin ja der Hardcore, ich muss Hardcore bleiben, Super Edition. Aber ich bin da um mein Leben gelaufen. Ne? Ich weiß, was echte Nazis sind. Und die AfD sind Luschen. Das sind puh! Ja, von wegen Nazi! Puh, spuck ich auf Adi! Puh, ihr Hurensöhne! Von wegen seid ihr Nazi, ihr seid nothing! Ich habe wahre Nazis erlebt. Die, da sind die in der AfD sind. Na dann mal die MPD ist was. Da tue ich meine Kippe anziehen und auf den Waschbären spucken. Puh,
So sind die NPD. Das ist nothing, was ich erlebt habe. Naja, das waren Nazis. Und wenn der mit der Knarre also geschossen hätte, hätten die Leute mir nicht helfen können. Die Leute haben sowieso Fenster zugemacht. Und weggelaufen, die Schweine. Nichts, aber klar, ich kann es irgendwo verstehen. Einer hat eine Glock, einen Baseballschläger, Springerstiefel, mein Kampf noch der andere, warte, mein Kampf. Lieber Schieber. Und dann kannst du nur laufen, dich verstecken, hoffen, dass sie dich nicht erwischen, hoffen, dass sie wirklich beten zu Hashem, bitte, weinen, still leise, still wie in einem Film, dass der Jude nicht und der Pole getötet wird von den Idioten. Für eine bessere Welt. Und wenn du das erlebst, und sowas, was ich erlebt hast, dann red mal weiter, was wirklich Nazi ist. Aber die, das sind doch keine Nazis, ich bitte euch. Ich verrate euch mal eins. Der Kampf hat ihn nur, weil sie einen nicht bekommen und weil sie zum Staat werden. Das ist nicht demokratisch. Keiner mehr da. Hallo? So, jetzt kommt mal ein bisschen Real Talk. Achtung, könnte unangenehm werden. Ich werde ja oft nach meiner Meinung zur AfD gefragt. Die meisten wissen zum Beispiel, dass ich den öffentlichen Umgang mit dieser Partei viel zu hysterisch finde. Was ich aber auch schon oft klargestellt habe, ist, dass ich so meine Problemchen mit der AfD habe. Wieso, Giovanna? Die AfD wird uns alle retten! Giovanna, endlich sagt sie ihren Namen. Na, cool. Danke, Giovanna. Auch schöner Name. Wunderbar. Ich zeige euch jetzt mal ein kleines Video, das Einblick in eine, wie ich finde, fundamentale Wahrheit der AfD gibt. Oder du willst die dunklen Türen alle spalten. Nee, das machen wir nicht. Steht da im Grundsatzprogramm. Okay. Moment, was haben wir da gesehen? Dietmar Woidke, Ministerpräsident in Brandenburg und, super muss nebenbei, jemand, der sich wirklich mit Landwirtschaft auskennt. Und er weist einen Mann mit AfD-Mütze darauf hin, dass gerade die AfD sich in ihrem Grundsatzprogramm für weniger Subventionen in der Landwirtschaft ausspricht. Also genau das Gegenteil dessen, was die Bauern momentan fordern. Und Leute, das steht auch so im Grundsatzprogramm der AfD. Ja, das stimmt. Gegen Subventionen sein, aber zusammen mit deutschen Bauern gegen Subventionsstreichungen auf die Straße gehen? Hä? Ergibt keinen Sinn. Ich sag mal so wie ich das empfinde, ist in der AfD nicht immer das drin, was draufsteht. Hier ein Ausschnitt eines Politikers des BSW, des Bündnis Sahra Wagenknecht. Aber Giovanna, weißt du was, das ist bei jeder Politik so. Das sind so, außer die Leute würden nicht wählen. Bei mir ist es immer so, bei mir ist das, was es auch draufsteht, da ist das auch so. Deswegen werden die Leute mich nirgendwo als Mitglied. Die CSU habe ich angeschrieben, bis jetzt haben die sich. Ich habe alle Parteien angeschrieben, keine meldet sich. Haben alle Angst. Ich habe die YouTuber, alle fürchten mich. Das sind ganz genau. Und Andi, lieber nicht Andi, der macht. Der macht. Der sitzt das durch. Ja? Er ist knallhart. Ja, knallhart. Christian Leier, wir hören mal zusammen rein. Eine wissenschaftliche Untersuchung des AfD-Programms zeigt, am meisten profitieren Menschen mit einem Jahreseinkommen von 300.000 Euro oder mehr von der AfD-Programmatik. Das ist die Zielgruppe der AfD. Es gibt keine einzige Partei im Deutschen Bundestag, von deren Steuerprogrammatik die Milliardäre mehr profitieren würden als von der AfD. Ja, das stimmt. Und das ist auch ein Teil, wo ich weiß. Und ich weiß auch, warum das so ist. Also ich habe gesagt, damit bin ich nicht einverstanden. Aber es gibt viele andere gute Aspekte. Und bei der Bündnis Sahra Wagenknecht, die sind alle Kommunisten letztendlich und halten nicht ihr Wort. Weil ich weiß, wie diese Leute denken. Ja? Habe ich selbst erleben dürfen und die sind nur so lange treu zu ihren Sachen, solange sie ein bisschen die Öffentlichkeit bekommen. Solange AD und ZDF sie mitfinanzieren. So sieht's aus. Ne? Die sind alles von Sendern finanziert. Das sind alle Linke. Die Bündnis für Sahra Wagenknecht,
wollte ich am Anfang helfen, bis ich erfahren habe, nee, die nicht. Die werden sich nicht ändern. Einmal Kommunist, immer Kommunist. Das ist doch keine Anti-Establishment-Partei, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist eine Partei für die Reichen und Mächtigen hinter der Fassade. Aber die AfD, muss man auch sagen, hat recht, dass die Reichen und Mächtigen halt eben nicht Dummbatzen sind. Und die können halt, wenn man das richtig macht, das gut machen. Aber es gibt halt auch viele Ängste von den Leuten, dass wenn die Reichen zu viel Macht haben, dass sich ja die Armen wie Vieh behandeln. Ich meine, das tun sie sowieso mittlerweile, aber dann wird es noch schlimmer. Aber es gibt halt auch viele Leute, die halt versuchen, das zu ändern. Ne? Aber nicht alles, wie gesagt. Die AfD ist wie jede Partei auch mit Problemen behaftet, weil die CSU ist problembehaftet, CDU, die SPD, die haben halt mich nicht an der Macht. Und sie mich hätten, dann würden 100% rauskommen. Wenn die SPD mich nehmen würde, 100% SPD, deutschlandweit. Ich könnte es so machen, dass nur SPD regiert. Ohne Koalition. Ist so. Ich hab diese Macht, ich habe diese Fähigkeit von Hashem bekommen. Gebt mir die Macht, wer weiß es euch. Ha, dann. Dann gehe ich die Welt. Die AfD besteht nämlich, Achtung, für eine extrem neoliberale Wirtschaftspolitik. Und das ist ja auch erstmal in Ordnung. Ist ja eine legitime politische Position. Allerdings wirft das schon Fragen auf, wenn man sich mal anschaut, wer die AfD so wählt oder wählen will. Das sind nämlich vor allem Menschen, die aus strukturschwachen Regionen kommen. Also zum Beispiel auch viele Arbeitslose. Und das, meine Lieben, bedeutet einen riesigen Unterschied zwischen dem politischen Interesse der AfD und den tatsächlichen Interessen der AfD-Wähler. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass das scheinbar einzige Thema, bei dem sich die Interessen der AfD mit denen ihrer Wähler überschneiden, das Thema Migration ist? Meine Antwort ist ganz klar, Politik und Medien sind schuld, weil sie sich von Anfang an geweigert haben, sich mit der AfD und ihren Inhalten auseinanderzusetzen. Das Ganze, denen geben wir keine Bühne, hat nur dazu geführt, dass bis heute eigentlich niemand so richtig weiß, wofür die AfD politisch eigentlich steht. Erst jetzt fängt man an, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie plötzlich so stark wird. Upsi, wie konnte das denn passieren? Schnell verbieten! Zwei Dinge wurden hier meiner Meinung nach richtig verkackt. Und zwar, erstens, den Menschen in diesem Land, denen ich zugehört, und ihre Sorgen und Ängste wurden teils sogar kriminalisiert. Und zweitens, die AfD konnte im Schatten jeder öffentlichen politischen Debatte quasi ohne eigenes Zutun zu einer Mega-Oppositionspartei heranwachsen, die diese Menschen dann eingesammelt hat. Und so führt dann halt eins zum anderen. Bravo, liebe Regierung! Das nenne ich mal eigene Blödheit. Da bringt's übrigens auch nichts mehr, wenn ihr jetzt auf die Straße geht und gegen das fleischgewordene eigene politische Versagen demonstriert. Und noch ein nicht unwesentlicher Grund. Zwei Worte. Björn Höcke. Es tut mir leid, aber dieser Mann ist untragbar. Er benutzt in vollem Bewusstsein immer wieder NS-Vokabular und verbotene Musik. Nein, das tut er nicht. Da, liebe Joanna, muss ich dir Unrecht geben und hey! Ne? Ich fällt mir mal runter, die Kipper, ne? Wir Juden sind Erstgeborenen. Wir sind die Original Slaves. Bevor ihr existiert habt, haben wir existiert. Die allerersten Menschen. Super Edition. Genau! Und daher ist das nicht so. Nein, das ist nicht so. Wir brauchen einen Höcke. Ich sag's so, wie es ist. Am Anfang habe ich den nicht gemocht, aber ich habe seine Bücher gelesen. Ich muss ehrlich sagen, dieser Mann ist ein Genie. Ich mag ihn sogar. Ich finde es schade, dass er bis heute nicht zurückgeschrieben hat. Er und ich, wir werden auf eine Wellenlänge tanzen. Wir werden besten Brothers werden. Brüder für Donner, ne, beste Freunde, Donner fürs Leben. Wie bei diesem Film Ted. Ne, Donner Buddies fürs Leben. Wirklich Donner Buddies fürs Leben. Wenn er genauso denkt, der ist ein Extremist, der ist hardcore, so wie ich. Obwohl, hardcore ist er nicht so ganz wie ich, aber er ist ne, extrem, auch extrem. Und er ist knallhart. Also er ist beim bösen langen Knarr und das brauchen wir. Wir brauchen mal auch so die andere Sache, die Right to Face, watschen auf die Fresse. Weil nur so kann man die anderen Luzifianer, die Arschlöcher,
einfach aufs Maul hauen, weil die sonst einfach die Leute überrennen. Ne? Deswegen brauchen wir das. Ne? Wir brauchen einen Björn Höcke unbedingt, weil manchmal braucht man jemanden, der einfach nicht von der Linie abrückt. Damit es bleibt, das, was du durchsetzen willst, damit du es auch durchsetzen kannst. Ne? Oh ja. Es ist auch nicht so hart wie ich, aber meine Güte, wenn sie mich wählen würden. Ha! Lieber nicht, da. Und er arbeitet ganz bewusst mit diesem kleinen Flirt mit der NS-Rhetorik. Sehr süß. Mir ist ehrlich gesagt auch vollkommen egal, ob das nun strafrechtlich verfolgbar ist oder nicht. Es zeigt einfach, was für ein Mensch Höcke ist. Nämlich einer, der mich vermutlich gar nicht mal so gerne bei sich zu Hause am Tisch sitzen hätte. Nein, das stimmt nicht. Der Höcke tatsächlich hat, und das ist, muss man sagen, jede Leute am Tisch zu Hause, der war auch in einem Verein, der ist wirklich, der hat das. Und er ist ein Mensch, er lässt sich nicht bestechen und er ist ein Typ, wirklich, der bleibt bei seiner Linie. Und davon fürchten sich die Leute auch. Wenn jemand bei seiner Linie bleibt und nicht bestechbar ist, dann ist er halt immer halt gefährlich. Aber ich glaube nicht, dass er war Adolf Hitler, kann man nicht vergleichen, aus einem Anfangsbett. Adolf Hitler war ein Vollidiot. Und der Höcke ist das nicht. Sehr intelligent. Und als Lehrer musst du, ist ja Lehrer, ehemaliger Lehrer, musst du was drauf haben auf dem Kasten. Weil jeder Lehrer hat was auf dem Kasten drauf. Also nicht jeder, aber sehr viele. Ne? Nee, das ist ja nicht. Wir brauchen halt manchmal die Extremisten. Wir brauchen, wir Juden. Ich bin Reformjude, Modernjude, aber ich weiß durch die Erfahrung vom Himmelreich, dass wir die Rabbiner brauchen im orthodoxen Tum. Und ich liebe orthodoxe Rabbiner. Und wir brauchen, die super wichtig sind. Was sie wichtig sind. Eine spezielle Aufgabe. Das verrate ich euch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn es 100.000 Abonnenten sein werden, dann werdet ihr die Wahrheit hören, warum die so wichtig sind. Sind verdammt wichtig. Das weiß ich und das wisst ihr und ich werde niemals Fan einer Partei sein, die so jemanden mitträgt. Punkt. Ende aus. Meine Meinung ist so. Take it or leave it. Und deshalb bin ich für ein Verbot der AfD. Ist doch klar, oder? Nein, bin ich nicht. Und wieso? Da lasse ich jetzt mal andere Menschen für mich sprechen. Das ist eine ziemliche Selbstaufgabe, beziehungsweise die Offenbarung von der eigenen inhaltlichen Zielen und Planlosigkeit. Wenn einem nichts anderes mehr einfällt, genau, wenn einem nichts anderes mehr einfällt, als eine Partei zu verbieten. Und vor allem, was erwartet man sich dann? Wo soll denn die unzufrieden? Also die Versuchung, eine Partei zu verbieten, das sind ja Faschisten, ne? Das wissen ja viele nicht. Der Faschist ist ja so in den 30er Jahren vor 33 entstanden, weil die NSDAP hat ja versucht, Parteien zu verbieten, ne? Und so ist es eigentlich entstanden, der Luzerianismus, Faschismus. Aber das lernen die meisten Leute nicht. Warum lernen wir Juden das? Weil wir lieben die Geschichte. Wir lieben, und es ist so ein Baby auf beigebracht, zu wissen, was die Luziferner denken. Wir sagen nicht einmal, dass ich bin da direkt, ich bin ein bisschen zu crazy, nicht? Ich liebe es direkt. Ne? Aber wir haben sehr oft aufs Maul bekommen. Ne? Ich habe auch irgendwann halt gelernt, sich zu verteidigen, ne? So baff, ne? So pum, ne? Und alles so, ne? Wie der David Kampfsport auch euch zeigt, ne? So. Und dann so geradeaus zu hauen, ne? Aber ich bin da einfach zu langsam, ne? Mein, klar, ich habe mich einmal gewehrt und einmal das Glück gehabt, einen Typen, und der so, scheiße, was bist du für ein Arschloch, der so harte Knochen, so, ich habe auch keine harten Knochen, aber irgendwie habe ich halt da getroffen und der war so, ne? Aber ich habe das nicht gemocht. Ich habe dann gleich gesagt, ey komm, ne, ich mag das einfach nicht. Gewalt! Selbstverteidigung mag ich da auch nicht, das ist alles nix. Ich möchte einfach mit Leuten diskutieren und sie ärgern und dann sie knuddeln wie kleine Babykinder. Und das ist halt mein Ding. Ich glaube, das ist alles, weil ich im Himmelreich war, also da oben, und da sind die Dinge halt eben anders. So, nochmal, ja genau, richtig, die Meinung. Wir müssen halt hingehen, okay, von wir verbieten die halt. Das ist ein interessantes Experiment, dauert 5 bis 8 Jahre vor dem Bundesverfassungsgericht. Was machen wir mit dem Wähler? Wenn das einzige Zeichen Prozent sind, 1 bis 8 Prozent sind, dann kann man machen, okay, das versendet sich. Aber das sind im Osten zwischen 20, 25, 35%. Ja. Und die Leute kann man nicht verbieten. Man kann das Denken nicht verbieten.
nicht für eine bestimmte Partei zu wählen. Und man könnte sich langsam anfangen zu fragen, warum stimmen die alle für die AfD? Ja. Die Politik der Ampel führt zu massiven Frust, Wut, Verunsicherung. Das beste Mittel, um die AfD kleiner zu kriegen, ist eine andere, eine bessere Politik. Und so länger wir darüber reden, desto mehr entsteht halt ein Eindruck. Die wollen ihre Politik nicht verändern, die wollen sich auch gar nicht mehr bemühen, sondern die wollen am Ende das, was unliebsam ist, verbieten. Mhm. Aber jetzt eine Woche und Monate lange Debatte über diese Frage, die nützt am Ende nur einem Laden, und das ist die AfD. Ein Verbot der AfD hätte doch jetzt vor allem eine Wirkung. Es würde unsere Gesellschaft noch mehr spalten, als sie es sowieso schon ist. Weil es wieder heißen würde, dass wir uns dem demokratischen Mittel einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dieser Partei widersetzen. Und das kann nicht gut gehen. Das spaltet unsere Gesellschaft, schürt irrationale Ängste, siehe die TikTok-Videos, die wir vorhin geguckt haben, und hilft am Ende auch nicht, weil Gedanken sind frei und, wie Herr Spahn so schön gesagt hat, Unmut lässt sich halt nicht verbieten. So, meine Lieben, und das war's auch schon wieder von mir und mit dieser Folge von Gio Unzensiert. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Krass, also das hast du nicht verdient, den Namen Gio Unzensiert, aber bist du viel zu brav. Vielleicht schaue ich mir mal die anderen Videos noch nicht. Aber ein Abo habe ich dir da gelassen, ganz klar. Vielleicht sind die anderen Videos, aber ich glaube nicht, weil ich habe noch keinen erlebt. Ich habe sehr viele YouTuber abonniert, aber ich habe noch keinen erlebt, dass dementsprechend irgendwelche Hardcore sind, so will ich. Ne? Ja, das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Ne? Jo Leute, also dann, ne? Bis zum nächsten Mal. Wir machen demnächst ein Video über Björn Höcke und warum wir ihn brauchen. Okay? Also, ciao.